Rothenburg, Wümme, eine Kleinstadt in Niedersachsen, gelegen im Dreieck zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. 164.000 Menschen leben hier. In der Kreisstadt selbst sind es knapp 22.000. Übersichtlich ist die Stadt, überschaubar. Das ist gut für Familien mit Kindern. Das ist gut für ältere Menschen. Und das ist gut für Menschen mit Behinderungen. In Rothenburg leben viele Menschen mit Behinderung. Allein in den Rothenburger Werken, einer Einrichtung der Diakonie, sind es ca. 1.100. Vor allem sind das Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die meisten Wohnungen und Wohngemeinschaften liegen ganz nah an der Innenstadt. Die Rothenburger Werke haben ein großes, spezialisiertes Angebot für Menschen mit Behinderung. Einfach mal auf die Webseite gucken: www.rothenburgerwerke.de. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur 10. Dinner for Everyone-Sendung. Heute sind wir in der schönen Stadt Rothenburg an der Wümme in den Rothenburger Werken, die heute uns eingeladen haben für ein wunderbares Sommerfest. Und wir sind zu Gast mit Franziska Drögner und Jana Zöll, beides Schauspielerinnen. Und wir werden heute Currywurst zubereiten, weil Franziska in Berlin wohnt und uns mal zeigen Und Berlinerin ist nicht zu vergessen, in dritter Generation. In dritter Generation, und deshalb werden wir heute über die Currywurst diskutieren. Ja. Ja, und wir werden natürlich auch Buletten machen. Dann können wir eigentlich schon direkt anfangen, und zwar fangen wir mit der Currywurstsoße an. Die muss ein bisschen einkochen. Ja. Wir haben hier einen wunderbaren Grill. Wir grillen nämlich das Zeug. Nämlich ja. Etwas anders als gewohnt. Normalerweise Currywurst machen wir in der Bratpfanne. Ne? Also mit Grillen kenne ich das nicht so, aber ich lasse mich überraschen. Es ist ja ein tolles Gerät. Wir haben es ja auch schon mal ausprobiert, und die Buletten waren ja vom Grill ganz, ganz lecker. Aha, ja, das ist ja, ja gut. Nun bin ich ja mal gespannt, wie machst du denn die Soße? Weil ich wir brauchen das etwas Öl. Das steht da drüben. Das gebe ich dir mal. Ihr seid beide Schauspielerinnen. Wie kamt ihr denn auf diesen Berufswunsch? Ich meine, klar, das träumt man sich vielleicht in der Jugend mal, dass man also Schauspielerin werden will oder Baggerfahrer oder was, wobei das nicht zu vergleichen ist. Wie kam das bei euch? Bei mir war das, es lag fast auf der Hand, weil meine Eltern beide in künstlerischen Berufen tätig waren. Sie leben nicht mehr. Meine Mutter war Sängerin, mein Vater war Schauspieler und Regisseur. Und als Einzelkind geht man ja immer mit den Eltern irgendwie mit. Und dann war irgendwann stand für mich fest, ich will auch in dem Beruf, wollte allerdings anfangs Kabarettistin werden. Und dann bin ich durch viele, viele glückliche Umstände dann richtig Schauspielerin am Berliner Ensemble mit großen, schönen Rollen geworden. Das ist natürlich als Rollstuhlfahrerin wesentlich schwieriger, denke ich. Das war eher Zufall, weil ich habe halt in der Schule Theater gespielt und so weiter und so fort. Aber eben durch die Behinderung habe ich selber nie wirklich gedacht, dass ich diesen Beruf machen kann. Also es kam gar nicht in meinen Kopf so weit rein. Und dann habe ich halt zufällig von der Akademie für Darstellende Kunst in Ulm gehört, dass die ihr erstes Aufnahmetreffen für behinderte Schauspielstudenten machten. Und dann hat sich das bei mir festgesetzt, und dann wollte ich das unbedingt machen. Und ja, dann habe ich mich beworben und dann hat es geklappt. Es ist natürlich auch riskant, möglicherweise so einen Berufswunsch zu, ja, auch zu verwirklichen. Ja, riskant ist es halt mit dieser Behinderung zum Teil, einfach weil die Verletzungsgefahr halt größer ist. Aber da darf man sich einfach nicht allzu viel Gedanken dann machen. Und ansonsten, ja, man muss einfach sehr genau wissen, was man will und das dann durchsetzen. Und bist du an einem Theater jetzt? Ich bin in einem Stückengagement im Moment in Kaiserslautern am Pfalztheater. Ah ja, und in welchem Stück? Antigone, der von Sophokles der Herr Heime inszeniert, und ich spiele die Ismene. Ist ja Wahnsinn, ja, schön. Ja. Wann ist Premiere? Die ist am 12. September in Kaiserslautern. Sehr schön. Und dann nochmal im November spielen wir dann auch in Ludwigshafen, weil das so eine Kooperation ist von den beiden Theatern. Wie war deine Ausbildungszeit? Warst du
an einer normalen Schauspielschule oder wie kann man das beschreiben? Also ich war schon an einer normalen Schauspielschule, die gibt es jetzt seit, ich weiß jetzt gar nicht, 14 oder 16 Jahren, die Akademie für Darstellende Kunst in Ulm. Und die haben aber seit 2003 einen integrativen Studiengang. Aha, und wie muss man sich das vorstellen? Letztlich kommt es darauf raus, dass man sich halt als Behinderter da bewerben kann. Also. Und wenn du eben die, das Talent mitbringst, wirst du da halt auch dann genommen. Ja. Und ich habe es auch zum Teil an anderen Schauspielschulen versucht später. Da hast du einfach keine Chance. Was macht die Franziska denn da drüben? Ich muss ja wissen, was in diesen Flaschen ist. Das Milchigere ist die... Nicht das, die ist Sojasauce. Das ist Sojasauce. Das ist was Essigartiges. Das ist genau. Balsamico-Essig wahrscheinlich. Sagt man eigentlich Worcester oder Worcestersoße? Das heißt meiner Meinung nach, die Schauspieler sagen mal, das heißt Orchestersoße. Okay. Also es heißt Worcestersoße. Okay. Jetzt brauchen wir den Ketchup. Damit Ketchup. Rühren wir das jetzt an. Bitte schön. Wie war denn deine Ausbildung in der DDR? Ja, naja, ich habe für DDR-Verhältnisse auch eine ungewöhnliche Ausbildung gemacht. Weil normalerweise sind ja alle über richtig staatliche Schulen gelaufen. Private Schulen hat es nicht gegeben. Es gab 4 staatliche Schulen, Rostock, Leipzig, Berlin und eins fehlt noch, Potsdam, natürlich Potsdam noch, also 4 Schulen. Und alle sind also über diese Schulen gelaufen und ich habe aber als Elevin am Berliner Ensemble angefangen, weil ich ja heimlich Schauspielunterricht genommen habe. Meine Eltern wollten nicht, dass ich den Beruf mache. Und aber dann deine Eltern waren doch auch Schauspieler. Ja, aber sie wollten das nicht, weil eben für Frauen immer zu wenig zu spielen da ist, weißt du? Und für Frauen gibt es einfach zu wenig Rollen und meine Eltern wollten einfach nicht, dass ich unglücklich werde. Und so habe ich den heimlich Unterricht genommen und habe dann aber doch eine externe richtige Bühnenreifeprüfung gemacht vor einem Gremium. Und wie ist man in der DDR mit Künstlern an sich umgegangen? Wie war Ach, das ist eher unterschiedlich. Ein Status, der es ist positiv war für einen? Ja, doch. Also Künstler haben ja eigentlich so in jeder Gesellschaft viel auch Narrenfreiheit, außer sie wagen sich an die Spitze zu dicht heran. Ja. Und natürlich ist es wie immer in der Geschichte, in jedem Land, das richtige Parteibuch in der Tasche zu haben, hat noch nie jemandem geschadet. Ja. Und wenn man in der DDR dann eben doch eine absolute Top-Karriere machen wollte, war das schon immer nicht schlecht, wenn man vielleicht auch gesellschaftlich organisiert war. Ja. Andererseits muss ich sagen, ich war nicht gesellschaftlich organisiert und habe auch eine gute Karriere gemacht. Ja. Also das war auch unterschiedlich. Und wenn man jetzt nicht auf die, man hatte sich ja auch dran gewöhnt, man wusste ja, wie weit es geht, wo ist der Kasten dann zu Ende. Ja. Und wenn man sich nicht gegen die Regierung aufgelehnt hat und Flugblätter verteilt hat oder weiß ich nicht, mit andere böse Sachen gemacht hat, dann ist einem ja auch nichts passiert. Das heißt aber, man musste natürlich, wie auch die anderen Bürger, vorsichtig sein. Ja, mit der Vorsicht ist das so eine Sache. Das war sicherlich in den 50er, Anfang der 60er Jahre schlimmer. Aber es hatte sich dann, man wusste, man hat auch offen über die Stasi gesprochen. Man kannte die Kollegen auch, man hat sie auch angesprochen daraufhin, weil man sich auch erhofft hat, dass die dann wenigstens mal sagen, was hier läuft und was den Leuten nicht passt. Also in den 80er Jahren ist die Angst nicht so groß gewesen. Ja, du hast mit anderen Nichtbehinderten ja auch an der Akademie gelernt. Hauptsächlich. Wie war denn da so die Kollegialität, der Umgang? Warst du da speziell irgendwie behandelt worden oder bist du genauso? Also zum Teil bin ich am Anfang auch schon vom Unterricht her speziell behandelt worden. Dann hieß es irgendwie, beim Bewegungsunterricht brauche ich ja nicht mitmachen oder okay. So. Und dann habe ich aber gleich gesagt, nee, ich versuche das, soweit es für mich möglich ist. Und solche Dinge halt. Und die Kollegen, ja, also meine Mitschüler, das war alles so lange okay, bis es in Zweiergrüppchen ging und auf Prüfungen zu. Dann
hatten sie, glaube ich, immer das Gefühl, dass es ja mit mir schwieriger sein könnte. Und dann haben sie sich lieber direkt einen anderen Partner gesucht. Und wenn ich dann nicht schnell genug war, stand ich erstmal oft ohne Prüfungspartner da.